Ich zeige dir, wie du zwei Harmonien ohne einen großen Sprung miteinander verbinden kannst. Wir nehmen als Beispiel zwei Harmonien, und zwar C-Dur-Akkord und F-Dur-Akkord. Und jetzt schauen wir, ob wir vielleicht einen gleichen Ton zwischen diesen zwei Harmonien haben. C, E, G, F, A, C. Wir haben wieder einen Ton C in F3-Klang. Das bedeutet, wir machen Umkehrung. Diese C spielen wir eine Oktave tiefer. Das ist Grundstellung und jetzt C tiefer. Und wir haben schon diese zwei Harmonien miteinander verbunden, ohne einen großen Sprung zu machen. Zwischen zwei Harmonien kein gleicher Ton ist, verbinde die Noten, die am nächsten beieinander liegen.